Ja, Schmerz ist auf jeden Fall ein allgegenwärtiger Aspekt im Radsport, ist einfach so. Der ist nämlich gewaschen, sagt er. Der wird doch nicht mehr gewaschen. Nach 5 Jahren in einem Team ist es natürlich immer ein ganz besonderer Schritt, dann wirklich in eine neue Mannschaft zu kommen, mit neuem Material auch zu fahren. Versteht? Das ist halt schon ein echt erheblicher Unterschied. Also da bist du normalerweise froh, wenn du am Ende nach einem langen Tag Aerotest von der Bahn gehst und so eine Verbesserung über die Position und so gekriegt hast, die hast du jetzt einfach schon übers Rad. Damit kann man arbeiten. Es war ein ganz, ganz großer Teil Vorfreude auch dabei, immer wieder was Neues auch zu entdecken, sich auch wieder anpassen zu müssen, vielleicht auch gewisse Positionen wieder neu erkämpfen zu müssen. Dieses Jahr ist natürlich der erste Juni bei der Tour de France das große Highlight, das über allem steht. Gerade bei so einem kurzen Zeitfahren, da wird es auf jedes Detail ankommen, da kann zwischen Sieg und Niederlage wirklich ein 100 zu liegen. Das heißt, man muss an der Form arbeiten, muss aber natürlich auch an dem Material arbeiten. Mental muss natürlich auch daran gearbeitet werden, denn der Druck wird natürlich nicht gerade kleiner, wenn die Tour in Deutschland gestartet wird. Das sind X-Faktoren und die ergeben zusammen ein großes Ganzes. Somit bin ich jetzt schon mit dem Team eigentlich seit über einem halben Jahr dabei, an all diesen Aspekten zu arbeiten. Das Besondere beim Zeitfahren ist wirklich, es ist für mich die reinste Art des Radsports ist. Also es gibt nicht allzu viele äußere Faktoren, die das Zeitfahren jetzt beeinflussen, beziehungsweise haben, wenn alle Fahrer dieselben Faktoren. Auch die Plätze fertig los und dann muss man einfach seinen eigenen Rhythmus finden, sich selber an die Grenzen pushen und du hast einfach keinen Gegner, an dem du dich orientieren kannst. Im Prinzip gibt es keine Ausreden am Ende. Entweder du hattest die Beine und die psychische Stärke oder eben nicht.